Ja, willkommen auf meinem Kanal. Euch noch einen schönen Restsonntag. Hier ist euer Mike im Keller und möchte euch heute was ganz Besonderes zeigen auf meinem Kanal Mike Vidal. Viel Spaß. Ja, hallo, hier ist euer Mike. Ich habe mir was ganz Besonderes ausgedacht für meinen Kanal mal. Ein ganz bestimmtes Bauprojektthema, was auch einen Satz hat. Was auch jetzt so ein bisschen Sinn hat. Ich habe ja Batman gemacht und andere Sachen. Und ich habe ja jetzt auch vor ein paar Tagen dieses Predator-Schwert gebaut und habe überlegt, warum baust du nicht Lichtschwerter von allen Filmkritiken? Das heißt, zum Beispiel, vielleicht könnte man ein Star-Lichtschwert zum Thema Star Trek bauen oder zum Thema Star Wars. Ja, Star Wars natürlich auch, klar. Ich meine, zum Thema Transformers wäre auch nicht schlecht. Es gibt sehr viele Science-Fiction-Filme oder andere Sachen. Und mir ist ein bewusst geworden, ich glaube, ich fange mal an, ein ganz besonderes Thema zu machen. Das heißt Galaxy of Independence. Ganz einfach ein spontaner Satz, der ist mir heute beim Saugen eingefallen. So komm, weißt du was, dann machst du was Neues. Und es geht sich darum, Lichtschwertergriffe zu entwickeln aus allen verschiedenen im Weltall in verschiedenen Sonnensystemen. Und deswegen habe ich gedacht, ich fange heute an mit einem Lichtschwertgriff aus der Saga-Serie Film Transformers. Viel Spaß. Ja, Transformers, wir lieben die Filme. Ich liebe die auch abgöttlich. Vor allen Dingen, wenn die sich transformieren tun und werden dann später zum Auto, zum bewegten Roboter, und das ist eine ganz schöne, faszinierte Sache. Natürlich würden die Lichtschwerter jetzt, die hier liegen, deutlich größer sein. Aber ich habe jetzt Lichtschwerter natürlich auch hergestellt. Es gibt ja auch Menschen, die kämpfen mit denen zusammen. Und was wäre, wenn irgendjemand zum Beispiel mit denen kämpfen würde und brauchte Lichtschwert und es kommt dazu? Und deswegen habe ich überlegt, mal zwei Lichtschwertergriffe zu bauen in den Stil von Transformers. Nein, die werden sich nicht transformieren, das ist leider nicht machbar. Aber der Stil und das Verarbeitung, die ich gemacht habe, werde ich euch mal zeigen. Zum Griff habe ich erstmal dieses dicke Rohr hier genommen für innen drin. Das ist, glaube ich, das falsche. Moment. Doch, das ist hier innen drin. Das habe ich für den Griff genommen hier für die Mitte. So ein Vierkantrohr. Und dann solche L-Profile für die Seitenteile hier, die ich hier dran gemacht habe. Zum guter Letzt das Innenrohr für innen drin, für die Klinge mal später zu befestigen. Und dann habe ich mir ein neues Segelbrett geholt von der Firma Bosch. Extra für Edelstahl, um das zu verarbeiten für eine Säbelfuchsschwanzsäge, die ich hier habe. Da brauche ich auch ein bestimmtes Sägeblatt. Und jetzt wollen wir uns die Schwerter anschauen. Ich fange erst mit dem Einklingenschwert an. Möchte ich euch erstmal zeigen. Also die Nieten müssen nochmal gemacht werden, weil die halten nicht richtig. Ich muss Edelstahlnieten haben. Die innen drin ist dann die Klingending, das ganze innen drin. Das ist hinten zu. Aber ich habe so richtig schöne Struktur reingemacht, damit das auch richtig schön aussieht. Das ist die Halterung vom Griff. Das wäre jetzt das Einklingenschwert. Und dann habe ich mir überlegt, auch mal ein Doppelklingenschwert zu machen. Das würde so aussehen. Ganz andere Struktur. Ne? Hier ist zum Beispiel der Klingenauswurf schräg abgeschnitten. So, das ist es richtig. Ist alles versetzt. Und das sind diese L-Profile, die ich alle festgenäht habe. Jetzt auch nochmal, hier ist er gerade. Hier kommt auch eine Klinge raus. Hier wird er festgehalten. Ist auch ganz, ganz schön schwer.
Die Farbe, das weiß ich jetzt noch nicht. Viele denken, wie willst du die lackieren? Auf jeden Fall sollen sie metallisch weiterbleiben. Vielleicht werde ich ein bisschen Farbe reinhauen. Bisschen Struktur muss noch rein. Da werde ich mir überlegen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Reflektorenbänder mache da rein. Oder halt nur Licht. Ich denke, ich wollte eigentlich normalerweise wieder Reflektorenbänder reinsetzen. Nur ich habe keine passende Rohre. Ich habe zwar noch Reflektorenbänder genug da. Da wollte ich mal schauen. Wäre vielleicht eine gute Sache. Aber da werde ich noch ein extra Video zu machen. Zum Vergleich noch einmal das Prell versperrt. Ne? Zum Vergleich dagegen halten. Ne? Ihr seht natürlich jetzt, ihr wisst, was ich meine, die Struktur, die ich meine. Das sieht mir Transformers-mäßig auch, weil auch die ganze Schrägung so ist wie die Schrift. Also, das wird sich ja so ein bisschen transformieren. Und das ist einfach nur diesen schrägen Stil vom Predator. Der hat ja verschiedene Waffen. Und da hat auch meistens so immer solche dicke Profile, dünne Profile, die so schräg abgeschnitten sind. Und das ist so ein Stil, den ich bei dem gemacht habe. Ihr seht den Unterschied, ne? Das ist ganz, ganz, ganz anders. Ich mache ein bisschen mal eine Schwenkaufnahme so ein bisschen. Das ist ein ganz anderes Stil, aber richtig space-mäßig. Sind deutlich auch natürlich auch ein bisschen schwerer halt, ne? Ist ja alles komplett VA-Stahl. Ich mache mal ein bisschen eine andere Aufnahme, damit ihr ein bisschen mehr das Metall sieht. Sieht das jetzt auch wie so eine Blume, so eine offene Blume. Und das ist das die Idee von mir gewesen. Hält aber sehr schön gut in der Hand, finde ich. Ganz gut. Hinten ist das zu. Und das ist auch so schön gemacht, finde ich. Ganz schön stimmig. Ja, das war schon Video. War ja jetzt nicht ein langes Video. Ich wollte euch die mal zeigen, wie die so designmäßig aussieht. Dann wollte ich euch dieses Bauobjekt-Thema sagen. Ja, natürlich Galaxy of Independence, was alles mit anderen Filmen zu tun haben, Science-Fiction-Filme mit Lichtschwert und die ganze Saga, die es gibt. Und ja, mal gucken, welche Lichtschwerter mir noch einfallen. Wie schon gesagt, Farbe werde ich mir überlegen, wie das aussieht. Und wichtig war es mich immer gewesen, mal ihr da seht, welche Profile ich dafür genommen habe und was das für eine Arbeit gewesen ist, die zusammenzubauen. Da werde ich das Video beenden. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Bauthema gefällt oder dieses Thema überhaupt, lasst einen Daumen oben, würde mich riesig freuen. Wenn ihr Fragen habt dazu, fragt ruhig nach. Ansonsten abonniert diesen Kanal, wenn ihr es möchtet, würde mich riesig freuen. Vergisst auch nicht, meinen zweiten Kanal, Fan of Action Figur, reinzuschauen. Dann sehen wir uns mit Sicherheit wieder. Euer Mike. Einen schönen Sonntag, Restsonntag. Bis dann. Ciao.